Michael und Maria Gilbert wohnen mit ihren Kindern Carla und Sandro im Nachbarhaus der Amatis. Die Familien sind eng befreundet. Obwohl sie alles getan haben, um sich gegen ihre Gefühle zu wehren, haben sich Elena und Michael ineinander verliebt. Nach einer einzigen Liebesnacht schickt Elena Michael fort, weil sie ihre und seine Familie nicht zerstören will. Zutiefst erschüttert über ihren Verrat bittet Elena ihre Freundin Maria um Verzeihung. Von ihrem Sohn Marco erfährt Elena, dass ihr Mann Antonio ein Verhältnis mit einer jüngeren Frau hat. Doch Elenas Gedanken sind bei Francesca, der leiblichen Mutter ihres Pflegesohns Pietro, die AIDS-krank ist. Sie bietet Francesca an, bei ihr zu wohnen. Carla, die Tochter von Maria und Michael, hat Angst, Marco zu verlieren, da dieser mehr und mehr Zeit mit Francesca verbringt. Maria, Michaels Frau, erwartet ein Kind von ihm. Elena drängt Michael zu Maria und seinen beiden Kindern zurückzukehren. Michael beschließt, seiner Ehe mit Maria eine neue Chance zu geben. Doch Maria verliert ihr Kind. Elenas Mann Antonio hat sich von seiner Geliebten getrennt und ist zu seiner Frau zurückgekehrt. Doch bei einem Unfall kommt Antonio ums Leben. Elena bleibt zutiefst verzweifelt zurück. Thank you.